Willkommen zu einem neuen Part. Minecraft geht endlich weiter. Kurze Info hier mit Schwarzbild. Gleich geht's richtig los mit dem Part. Dieser Part und auch der nächste Part ist vorproduziert. Den habe ich schon im September, Oktober 2018 aufgenommen. Bedeutet schon einige Zeit wieder her. Dementsprechend wieder länger, also dementsprechend älter und nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich habe den bisher noch nie hochgeladen, weil ich damit warten wollte, bis Minecraft wirklich durchstarten kann. Ab dem dritten Part geht's mit aktuellen Folgen weiter. Aber genießt trotzdem die zwei Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß und sorry wegen den Mikro-Störgeräuschen in den zwei Parts. Da war mein Mikro nicht optimal ausgerüstet. Aber ab dem dritten Part ist das behoben. Bis dann, ciao. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jo, da sind wir wieder. Es leckt ein bisschen. Aber Minecraft? Minecraft, jo. Leider war jetzt eine sehr, sehr lange Pause. Und es ist in dieser Zeit extremst viel passiert. Aber da sind wir nun wieder. Ich habe schon länger jetzt angekündigt. Und endlich schaffe ich es, wirklich mal Minecraft zu bringen. Oh yeah. Leider leckt es doch noch ganz schön. Ich sehe es in der Aufnahme. Ich habe schon so ein bisschen ein paar Einstellungen angepasst. Aber wahrscheinlich muss ich Shader erstmal rausnehmen. Damit es überhaupt nicht mehr leckt. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Ach Leute, ich habe sogar noch Jetpack auf. Ja, es ist wie gesagt sehr, 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 sehr lange her. Wir haben beim letzten Mal so ein Schiff angefangen. Darum habe ich auch noch das hier. Und es ist wirklich noch beim aktuellen Status wie wirklich, als wir den letzten Part beendet haben. Nur das war im Februar oder so. Und jetzt haben wir Oktober. Wollte schon sagen September, aber nein, es ist schon Oktober. Halbes Jahr kein Minecraft gebracht. Und jo, endlich bin ich wieder da. Und es wird erstmal extrem ungewohnt sein, hier zu zocken. Auch erstmal dann mit Shader zu zocken, erstmal ohne Shader, weil das muss ich erstmal sowieso alles, muss ich mir alles einstellen und schauen, wie man das am besten macht. So, was habe ich hier auf dem Bogen? Habe ich da Unendlichkeit? Ja, nice. Ist zwar nicht der beste Bogen. Ach, lol. Ich habe ja auch hier Damage Indicator. Das ist ja viel besseres Damage Indicator, was ich von Lady Mod aus kenne. Ach. Die scheiß Grafikbugs von damals. Ja, yes, man merkt, ich bin nicht drinne im Spiel sozusagen. Ich muss mich jetzt hier erstmal reinfinden. Wir hatten beim letzten Mal ja auch das Schiff hier gebaut. Das ist extrem nervig. Ich werde mal schauen, ob ich durchs Portal komme. Ja, sehr schön. Dann sind wir wenigstens erstmal zu Hause und können hier mal ein bisschen starten und schauen. Unser schönes Haus hier. Es ist wie gesagt eine ganze Weile her. So, vielleicht kann ich auch einen einfacheren Shader erstmal reinnehmen. Ich würde halt gerne einen Shader drin haben. Das hier ist ein einfacher. Das war, glaube ich, auch der, den ich drin hatte. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall flüssig. Auf jeden Fall flüssiger. Gut, dann gehen wir mal hier ins Bett. Ist momentan auch noch bei 30 FPS. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft auch höher stellen kann. Ich denke mal, Ende des Jahres könnte es schon sein, weil ich da ein paar Pläne habe. Und der Chat bekommt jetzt erstmal hier raus. Ich habe darauf jetzt keinen Bock mehr. So, nochmal was hier essen. Oh, mein Essen ist auch fast alle. Leute, das macht 5 Coin. Aber ich habe hier Karotten. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Das Ganze läuft hier sogar noch auf dem Server im Hintergrund. Weil wir das ja beim letzten Mal auch alles noch auf dem Server hatten. Es war ja auch Jonas mal als Gast hier. Es ist auch schon so ewig her, aber dennoch. Ja. Aber dennoch, ja, war es erst so gesehen von den Parts her. Erst vor kurzem. Ich muss hier auch erstmal reinschauen. Wir haben hier unser schönes Windrad. Was hoffentlich noch ordentlich hält. Ich schau mal kurz. Wäre auch mal gut, wenn ich hier eine Übersicht habe. Und es wird mir auch wieder richtig viel Spaß machen, hier zu zocken. Aus dem vollen Grund, ich habe jetzt dementsprechend lange nicht mehr mit Mods gezockt. Bedeutet, umso gehypter bin ich jetzt. Und hier einfach wirklich wieder weiterzumachen. Ich hatte schon so lange jetzt davor. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe jetzt im Hintergrund auch noch keine Musik an. Die kommt noch. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall gebaut. Ich hatte vorhin schon eine Aufnahme gestartet, aber hier war noch alles voller Schnee. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich das auf dem Server hatte. Ich dachte, das ist Singleplayer. Und darum war es hier auch ein bisschen zurückgesetzt, aber dann ist mir so eingefallen, war nicht der Schnee schon weg? Und ja, dann habe ich halt reingeschaut. Ich wusste, dass ich beim letzten Mal auf jeden Fall das Schiff gemacht habe. Und da habe ich gesehen, ist das Schiff da? Nee, ist nicht da. Also, ja. Und ich sehe, es fängt wieder an zu lenken in der Aufnahme. Also, mache ich erstmal ohne Shader. So, dann ist es wenigstens flüssig.
Das ist immerhin die Hauptsache, ja, hier unsere schöne Schaltung, die geht momentan. Ja, die geht noch, aber ganz langsam. Ist ja nicht so schlimm. Wenn wir Kopf brauchen oder so, können wir dann hier hingehen. Ja, und ich werde auch in dieser Aufnahme versuchen, einen Neuanfang mit einem Schiff hinzukriegen. Und das Problem ist, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man das so richtig da macht, was man dazu braucht, aber das kriegen wir schon gemeinsam hin. Das ist ja auch das Spannende an den Mods. So, hier ist unser schönes Feld. Ach, es ist einfach wieder herrlich, hier herumzulaufen. Ich weiß nicht, wie oft jetzt das Let's Play kommt, oder wie regelmäßig. Kommt drauf an, wie regelmäßig ich es aufnehmen kann. Ich denke mal, ich werde das trotzdem erstmal ein bisschen vorproduzieren. Bedeutet, für mich ist jetzt Oktober, vielleicht ist es für euch schon November oder vielleicht auch Dezember. Und dann, ja, egal. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr auch so machen werde mit den Adventskalendern, mit Schnee und so weiter und so fort und mit Schmücken. Ich glaube, ich werde es dieses Mal auch auslassen. Weil ich schön zocken möchte oder dass ja dort Schnee im Wege ist. Das kenne ich ja auch noch von den letzten Parts sozusagen. Ich glaube, es ist auch noch nicht lange her, seitdem wir hier das auf dem Zimmer haben und alles Schnee ist. Da ist ja auch noch unser Schneemann hier. Hier war ja unser Dings, unser Weihnachtsbaum. Unsere Schafe hier. Ich zocke trotzdem noch aktiv Minecraft. Nur, dass ich halt das nicht im Singleplayer, also Singleplayer zocke ich gar nicht mehr eigentlich. Nur auf dem Server, auf unserem Server oder auf meinem Server. Ich sehe, dass hier auch ein bisschen was verbuggt ist. Ist das richtig so? Ich glaube, es ist nicht richtig so. Weil ich kann es nicht ändern. Okay. So. Ja gut, dann werden wir auch so langsam zum Schiff gehen und da ganz normal weitermachen. Ich werde ein bisschen erzählen, woran lag es, dass kein Minecraft kam und so weiter und so fort. Wie sieht es in Zukunft aus? Aber vorher möchte ich kurz in unseren bescheidenen Keller gehen und mal unser Zeug aufladen. Was ist denn hier drin? Ach, das war kopiertes Zeug durch den Account. Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. So, dann Nano-Rüstung. Alles mal hier rein. Nee, das muss hier in MFE rein. Kann ich das hier auch gleich hier reinmachen? Ja, interessant, ich kann das gleich. Brauche ich gar nicht E drücken. War schon immer so? Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern. Dann kann das nämlich halt auch so lange hier aufladen. Und ich kann ja so lange auch mal den Musikplayer starten. Den hatte ich ja doch das öfter mal gestartet. Durch. Wenn ich Minigames oder so gezockt habe mit Minecraft. So, dann hier gleich mal anziehen. Dann gleich der Helm hinterher. Und schöne Zelda-Musik. Das ist gut zum Anfang. Das gibt mir Motivation. Das gefällt mir. So. Ach, die Hose da. Und dann noch der Brustpanzer. Und dann sind wir auch vollgeladen. Es ist ungewohnt, einfach mit Mod zu spielen. Das muss ich einfach zugeben. Das ist komplett ungewohnt. So, mein Jetpack will ich kurz auch noch aufladen. Das geht ja hoffentlich ein bisschen schneller. Ja, sieht doch gut aus. Ich habe jetzt auch Durability mit drin. Das war sonst, glaube ich, nicht. Habe ich halt angemacht. Was habe ich denn hier noch drin? Stein. Sehr, sehr viel Stein. Okay, gut zu wissen. So, dann muss ich kurz schauen, wo unser Portal ist. Von der Portals Mod gibt es ja auch jetzt ein Update schon. Das sieht inzwischen auch alles geil aus. Ich muss sowieso schauen. Gibt es generell Updates? Ach Leute, hinten hat mir auch so eine Höhle. Ich erinnere mich. Oh, ja. Habe ich meine Portalkanone eigentlich dabei? Ja, die habe ich dabei. Jedenfalls könnte ich da auch nochmal ein Portal schießen. Ach, hier hinten ist das Portal. Gut. So. Zumindest auf Steuerung, daran, das muss ich mir auch erstmal wieder angewöhnen, weil ich das jetzt standardmäßig auf C immer benutzt habe. So, Zombie, du kommst hier einfach mal weg. Ein Königsschleim ist in der Nähe.
Den brauche ich jetzt sehr wenig. Und das ist unser misslungenes Boot. Das werde ich erstmal komplett abreißen. Da werde ich auch mal hier das Ding hier mal brauchen. Oh. Ach, das ist ja auch der Hammer. Ich brauche die Axt. Geht dann doch ein bisschen schneller. Wenn ich das damit mache, ich will dann komplett einen Anfang, Neuanfang machen. Das Boot hat mir überhaupt nicht gefallen. So, wir sind ja hier in unserer schönen Werft, die wir sehr, sehr lange gebaut haben. Wir haben ja lange für gebraucht. Alter. Uiuiui. Ja, das, da kommen die Erinnerungen halt hoch. Da kommen die Erinnerungen hoch. Das ist so geil. So, jetzt haben wir ja das noch, das Holz hier. Ich würde erstmal hier so Art Floß hin machen, aber es soll ein bisschen länger werden und das heißt, ich brauche noch ein bisschen Holz. Habe ich hier irgendwo eine Kiste? Ah, ich habe hier doch Rucksäcke. Da ist nichts drin. Habe ich die Rucksäcke leer gemacht? Hier ist noch ein bisschen was drin, aber kein Holz. Sonst keine Kiste hier. Muss ich im Lager schauen. Gut, dass wir ja auch unser automatisches Lager haben. Das wird auch erstmal ungewohnt sein. Nicht mal im Auto, also einfach nur alles in eine Kiste packen und dann sortiert sich das automatisch. Ei. So. Jetzt ist die Frage, warte ich Holz? Ich glaube hier. Nee. Ich bin aber nah dran, glaube ich. Ja, hier. So ganz weiß ich, habe ich das nicht vergessen. Ich habe kein Eichenholz? Wow. Wow. Kein Eichenholz. Das ist erstaunlich. Ich möchte auch kein Eichenholz so gesehen verwenden. Nehmen wir mal ein bisschen Fischholz und hier auch nochmal ein bisschen Tropenholz mit. Und auch Fischenholz. Wenn wir mal eine Kombination aus mehreren Holzen machen. Dann muss ich mal sehen, habe ich Setzlinge? Komm, nehme ich ein paar Setzlinge mit, weil ich brauche ein bisschen mehr Eichenholz. Ich muss so zugeben, hatten wir wirklich so wenig Eichenholz. Ist das krass. Na gut, fangen wir mal ein bisschen an, jetzt zu erzählen, warum, was hat da dazu geführt, dass kein Minecraft kam. Ja, Hauptgrund Nummer 1 war, keine Lust mehr. Ja, ganz ehrlich, ich hatte keine Lust mehr. Es war dann noch meine Ausbildung, die ich inzwischen beendet habe. Es ist, also, wenn ihr die Let's Talks verfolgt habt, dann seid ihr ja so ein bisschen auf dem aktuellen Stand. Minecraft war ja sonst immer das, das Spiel, wo ich über Privates und so geredet habe, über meinen Alltag, mein Real Life. Aber das, ein Glück kam ja immer noch Let's Talks, da wisst ihr ja, was mit meiner Ausbildung war und so. Und ich bin komplett falsch hier hinten. Daher werde ich das alles nicht wiederholen. Nein, das könnt ihr hier vergessen. Aber, ja. Dennoch, damals war halt meine Ausbildung da halt sehr, sehr viel Stress. Jeden Tag Arbeit, jeden Tag. Keine Ahnung. Und daher. Ja, ich hatte nicht mehr so die Motivation, einfach zu zocken und mit einem Schiffsbau. Ich habe das Schiff da unten angefangen und ich war damit nicht zufrieden. Und auch wahrscheinlich auch durch diese Unzufriedenheit, die ich damit hatte, habe ich nicht weiter gemacht. Ich war so sehr unzufrieden damit. Und dementsprechend hatte ich nie die Motivation. Es fehlte einfach wirklich die Motivation. Und jetzt nach einem halben Jahr kann ich wirklich sagen, jetzt ist die Motivation wieder da. Sie ist wieder da. Ich habe Power, ich habe Energie. Und das ist ja das Geile. Und ich merke, glaube auch gerade. Nee, ich merke es nicht. Ich dachte, ich habe den. Die hört meine Musik oder die Ingame sonst nicht, aber doch, die hört ja. Ja, mein. Also ich habe da jetzt mal ein paar Bäume angepflanzt, aber leider müssen sie erstmal wachsen. Hier, das war doch noch voll, aber. Da waren keine Knochen mehr, kein Knochen mehr. Vielleicht spawnen jetzt in der Nacht ein paar Monster, das wäre ganz geil. Ich hätte ein Bett auch notfalls dabei. Das ist gut. Falls ich mich schlafen legen möchte. Dann ja, kommt mal hier auch mein Brustpanzer wieder an erstmal. Es ist auch, sonst habe ich immer F gedrückt und dann kam ich gleich zum Schwert, aber das ist durch den Versionswechsel jetzt auch nicht mehr so. Naja. Oh, jetzt hier mal ein paar Skelette oder so, das wäre richtig nice. Aber auf jeden Fall, die Lust fehlte einfach. Und dann hatte ich einfach auch nie, dann habe ich einmal aufgehört. Und dann
was eine große Überwindung, einfach wieder neu anzufangen. Das ist einfach so. Es war eine Überwindung, neu anzufangen. Und ich sagte ja schon vor längerer Zeit im Let's Talk, ich habe vor, Minecraft wieder zu beleben. Dass ich dazu Lust habe. Ja, ich hatte da Lust, aber einerseits die Überwindung, die ich jetzt heute endlich geschafft habe, das war auch erstmal ein Akt für sich. Bestimmt sind da unten ein paar Monster gespawnt. Ich habe ja jetzt auch eine Karte. Oh Scheiße, oh Scheiße. Das Problem ist wirklich diese Grafikpacks hier. Und jetzt bin ich noch vergiftet. Oh, ich muss hier mal irgendwie mich drum kümmern. Irgendeinen schwachen Shader oder so. Habe ich keinen schwachen Shader? Mr. Meep Shader? War das nicht irgendwie? Das macht keiner. Was ist das hier für? Ach du heilige Scheiße. Nee, Animal Crossing sowieso nicht. Chuck Pep. Das ist doch, glaube ich, auch ein guter. Es ist zwar schweinedunkel jetzt, es leckt in-game und auch in der Aufnahme. Nee, das will ich ja auch nicht. Jetzt müsste ich einmal Schaden kriegen, um zu sehen, ob das wirkt. Dieses Herz hebe ich mal auf. Ich glaube, das kann man noch irgendwann gut gebrauchen. Das andere schmeiße ich einfach mal weg. So, ich brauche hier Jetpack und was essen. Ich habe dann letztendlich doch ein paar Herzen gefunden. Interessant. Ja, ein Skelett, nice. Ah, ist immer noch so. Schade. Jo. Das ist halt, ich glaube, mit sein Ziel, was ich so habe, dann leckt es nach einer Zeit. Aber es leckt jetzt schon. Es tut mir wirklich leid, ich muss da mal was zum nächsten Mal finden.